Weihnachten ist Götzendienst. Zur Klärung. Ich glaube, dass die Bibel von vorne bis hinten wahr ist und göttlich inspiriert. Ich glaube an Jehova, den Gott der Bibel, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich glaube auch daran, dass Jeschua der Sohn Gottes ist, der als Mensch auf die Welt kam. Er starb für uns am Kreuz den Opfertod, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Alle, die Jeschua nicht annehmen, werden verdammt werden. In meinen Videos verwende ich gerne überwiegend den original hebräischen Namen Jeschua, da dies Jehova rettet bedeutet. Seit ein paar Jahren gibt es regelmäßig um die Weihnachtszeit herum hier und da Umfragen. Hier werden gewöhnliche Leute auf der Straße spontan nach der Bedeutung von Weihnachten befragt. Jedes Mal erneut gibt es nach Veröffentlichung der Antworten einen Aufschrei in der religiösen Welt. Sie nennen es ein sogenanntes erschreckendes Ergebnis. Keiner weiß angeblich noch die wahre Bedeutung von Weihnachten. Die erwartete Antwort der Befragten ist natürlich die sogenannte Jesusgeschichte. Und jedes Jahr ist das religiöse Jammern groß darüber, dass man angeblich den Grund für das wahre Weihnachten längst vergessen hätte. Ist das denn so? Diejenigen aus den religiösen Institutionen, die zu wissen meinen, warum Weihnachten existiert, wissen sie es denn tatsächlich besser? Oder ist es sogar gut, wenn Weihnachten immer mehr Leute eben nicht mit dem Messias in Verbindung bringen? Warum gibt es Weihnachten tatsächlich und was wird da wirklich gefeiert? Jeder kennt Glühweinstände, Weihnachtsbäume, dicke Geschenke etc. Ja, was steckt wirklich dahinter? In diesem Video möchte ich aufzeigen, dass Weihnachten eindeutig kein Fest aus der Bibel ist, das von Gott Jehova gewollt ist, sondern im Gegenteil. Es ist ein Gräuelfest. Heute ist es längst eine Tradition, die von den wenigsten der Bevölkerung eines sogenannten christlichen Landes hinterfragt wird. Vom 24. bis zum 26.12. wird Weihnachten gefeiert. Mit Weihnachtsbäumen, vielen Lichtern, gutem Essen und so weiter. Moslems meinen, wie die breite Mehrheit der sogenannten Christen auch, Weihnachten sei ein christliches Fest. Nun ja, wenn Weihnachten ein christliches Fest ist, dann ist es nur folgender Beweis. Das Christentum predigt einen falschen Messias. Und wer einen falschen Messias verkündigt, der ist gemäß Bibel verflucht. Gemäß Galater 1, Verse 8 bis 9. Was liegt denn dem Datum 24. bis 26.12. eigentlich zugrunde? In vielen heidnischen Kulturen wurde lange das sogenannte Mittwinterfest gefeiert. Die Fakten sind unbestreitbar und das Internet ist voll von Berichten über die Ursprünge von Weihnachten. Man findet zahlreiche Websites und auch Wikipedia weiß dazu einiges. So habe ich Folgendes gefunden. Wintersonnenwende und die Geburt des Lichts. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember war schon lange vor Jesu Geburt ein wichtiges Datum. Es ist die längste Nacht des Jahres. Danach geht es wieder bergauf. Die Tage werden wieder länger, die Nächte kürzer. In vielen europäischen Kulturen wurde der Mittwinter gefeiert, zum Beispiel im Römischen Reich mit den Saturnalien, einem Fest zu Ehren des Gottes Saturn, und in Skandinavien beim Julfest. Die kraftvolle Symbolik des Datums, die Geburt des Lichts mitten in der Dunkelheit des Winters, machten sich die römischen Päpste und Kaiser zunutze, als sie das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion erklärten. Statt der Geburt des Sonnengottes Mithras am 25. Dezember feierte man in Rom fortan die Geburt Jesu, der ja von sich sagte, ich bin das Licht der Welt. Seit wann gibt es Weihnachten im sogenannten christlichen Sinn?
Gemäß Wikipedia hat Kaiser Aurelian den 25.12.274 als reichsweiten Festtag für Sol Invictus festgelegt. Zwischen diesem Sonnengott und in Anführungszeichen Christus der wahren Sonne, in Klammern Christus versus Sol, zog die religiöse Welt Parallelen. So die Aussage von Wikipedia. Weihnachten wurde in der katholischen Kirche im Jahre 336 nach Christus eingeführt. Der Hintergrund von Weihnachten war niemals Jeschuas Geburt. Lange habe ich geglaubt, die Bibel sagt nichts darüber aus, zu welcher Jahreszeit unser Messias tatsächlich geboren sei. Doch weit gefehlt. Wenn man gründlich genug forscht, wird man in der Heiligen Schrift eben doch fündig über den wahren Tag von Jeschuas Geburt. Doch darauf komme ich in diesem Video später nochmals zurück. In meinen Augen ist es eine sehr große Anmaßung, über Jeschua einfach so ein Geburtsdatum festzulegen. Die Bibel warnt davor, der Schrift etwas hinzuzufügen. Und Weihnachten ist definitiv eine Hinzufügung, was nicht geschrieben steht und was nicht von Jehova angeordnet wurde. Es ist interessant, dass sogar katholische Quellen anerkennen, dass Weihnachten nicht zu den ursprünglich apostolischen Festen gehörte. So heißt es in der katholischen Enzyklopädie. Das Datum der Geburt Christi ist unbekannt. In den Evangelien wird weder der Tag noch der Monat genannt. Ein gewisser H. Usener stellte eine These auf, die von den meisten Gelehrten heute anerkannt ist. Man legte die Geburt Christi auf den Tag der Wintersonnenwende fest. 25. Dezember nach dem julianischen Kalender, 6. Januar nach dem ägyptischen Kalender, weil die Mithras-Verehrer an dem Tag, an dem die Sonne den südlichen Wendekreis passiert und nach Norden zurückzukehren beginnt, das Fest Dies Natalis Solis Invicti, das heißt zu Deutsch Geburtstag der unbesiegten Sonne, feierten. Am 25. Dezember 274 nach Christus ließ Aurelian den Sonnengott als Herrn des Reiches ausrufen und weihte ihm auf dem Marsfeld einen Tempel. Das Weihnachtsfest kam zu einer Zeit auf, als der Sonnenkult in Rom besonders eifrig betrieben wurde. Siehe Neue Katholische Enzyklopädie, 1967, Band 3, Seite 656. Doch die religiös-katholische Welt irrt sich. Dass das Datum der Geburt Jeschuas unbekannt sein soll, gemäß Heiliger Schrift, ist falsch. Es geht eben sehr wohl aus der Heiligen Schrift hervor, in welcher Jahreszeit und an welchem Tag Jeschua geboren wurde. Doch vor allem, das Datum 25. Dezember kann für Jeschuas Geburt gar nicht stimmen. Man weiß, dass der Winter die einzige Jahreszeit ist, in der Jeschua nicht geboren sein kann. So berichtet uns Lukas, dass in der Nacht der Geburt des Messias immer noch Schafhirten und ihre Herden auf der Weide waren. Siehe Lukas 2, Vers 8. Im November war das Wetter in Israel kalt und nass. Hohes Lied 2, Vers 11. Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich auf und davon gemacht. Esra 10, Vers 13. Aber das Volk ist zahlreich und es ist Regenzeit, so dass man nicht hier draußen stehen kann. Die Hirten brachten ihre Schafe bereits zu dieser Zeit in die Ställe. Aus dem Adam Clark Commentary, Band 5, Seite 370. Es war damals unter den Juden jener Tage Brauch, ihre Schafe auf die Felder und Wüsten zur Zeit des Passa, Frühling, zu senden und sie wieder bei der Ankündigung des ersten Regens nach Hause zu bringen. Aus Cunningham Geikie, Christmas at Bethlehem, Holidays and Holidays, Edward Deems, Herausgeber 1968, Seite 405. Die Volkszählung hat zu dieser Jahreszeit Winter schwerlich stattfinden können, denn diese Zeit wäre kaum von den Beamten für eine öffentliche Registrierung ausgewählt worden, welche zur Folge gehabt hätte, dass die Bevölkerung von überall her zu ihren Geburtsorten anreisen hätte müssen. Stürme und Regen machten das Reisen im Winter sowohl unsicher als auch unerfreulich.
Es sei denn, es war ein besonders milder Winter. Schnee ist in Jerusalem in den Wintermonaten überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ich habe ihn schon so hoch gesehen, dass die Leute ihren Weg außerhalb der Stadttore verloren haben. Heidnischer Götzendienst und Anbetung des Gottes Saturn. Ich lese jetzt noch aus einer anderen Quelle vor von Leuten, die vor mir bereits auf der Suche nach der Wahrheit hinter Weihnachten gründlich geforscht haben. Ich bin sehr dankbar für diese Menschen, die vor meiner Zeit sich schon so viel Zeit und Mühe genommen haben, um der Wahrheit wirklich auf den Grund zu gehen. Ich danke dafür auch Gott, dass er Menschen auch ins Herz gibt, die Sachen wirklich auch zu hinterfragen. Also ich lese vor. Zu Ehren des Sonnengottes wurde im Römischen Reich jeweils im Dezember eine Woche lang gefeiert. So wie in Babylon Baal, Nimrod oder seine Wiedergeburt in der Figur des Tammuz verehrt wurde, so war es bei den Römern der Gott Saturn, dem zu Ehren die einwöchigen Saturnalien gefeiert wurden. Der Sonnengott hatte verschiedene Namen. So wurde der Sonnengott Mithras auch als Messias angebetet. Seine Geburt am 25. Dezember war bekannt als Natalis Invictus Sol. Es bedeutete die Geburt der unbesiegbaren Sonne. Saturn Mithras als Sonnengott wurde in der Hoffnung gefeiert und angebetet, dass er in voller Kraft zurückkehren und besonders die Ernte im Sommer segnen würde. Dieser Tag korrespondierte mit der Wintersonnenwende. Ja, was sind Saturnalien? In Rom widmete man Saturn, dem sogenannten Gott des Ackerbaus, ein Fest, mit dem man die wiedererlangte Kraft der Sonne feierte. Man nimmt weiterhin an, dass in diesem alten heidnischen Fest auch einige Weihnachtsbräuche hier ihre Wurzeln haben. Siehe auch Encyclopædia Americana, 1977, Band 6, Seite 666. Saturn steht übrigens auch als ein Name für Satan, nur mal so am Rande hier. Saturn, der römische Gott der Zeit und Ernte, wurde für gewöhnlich mit einer Sense in der Hand abgebildet. Von allen heidnischen Göttern galt er als der grausamste und bösartigste. Er verlangte Kinderopfer. Saturn ist auch unter dem Namen Baal, Hammon, bekannt und im phönizischen Karthago ehrte man ihn durch Kinderopfer. Obwohl er als Fruchtbarkeitsgott galt, war Saturn Baal rücksichtslos in seiner Forderung nach Opfern. Die Quelle ist hier von Thomas Macy Finn, Quod Vulteus of Carthage, Translation and Commentaries, Seite 14 und 15. Zwar hörten die Römer bald auf, Menschen zu opfern, aber die Gladiatorenkämpfe fanden weiterhin statt, besonders während der Saturnalien im Dezember. Die Saturnalien waren ein religiöses Fest. Allen war bewusst, dass das Blut, das die Gladiatoren dabei vergossen, eine Opfergabe an Saturn darstellte. Trotz der Gewalt und des Blutvergießens waren die Saturnalien eine Zeit zum Feiern und zum Fröhlichsein. Bis heute haben sich die verschiedenen antiken Festbräuche zu Ehren des blutrünstigen Gottes Saturn erhalten und freuen sich als Weihnachtstraditionen weltweiter Beliebtheit. Eines dieser Bräuche ist der Weihnachtsbaum. Was sagt die Bibel dazu? Bereits die Propheten in der Bibel wurden von Gott dazu beauftragt, die Menschen zu warnen, mit diesen abscheulichen Götzenopfern aufzuhören und nicht mehr ihre Kinder den Teufeln zu opfern. Wenn ich tatsächlich alle Bibelstellen hier aufführen würde, würde ich den Rahmen des Videos hier komplett sprengen. So habe ich hier mal drei herausgepickt, aber wie gesagt, es sind viel mehr. Jeremia 7,31. Und bauen Altäre des Tophet im Tal Ben-Hinnom, dass sie ihre Söhne und Töchter verbrennen, was ich nie geboten noch in den Sinn genommen habe. Jeremia 19, Vers 5. Und haben dem Baal Höhen gebaut, ihre Kinder zu verbrennen, dem Baal zu Brandopfern,
was ich ihnen weder geboten noch davon geredet habe, was auch in mein Herz nie gekommen ist. Psalm 106, Verse 36 bis 38. Und dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Teufeln, und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans, dass das Land mit Blutschulden befleckt ward. Der 25. Dezember ist der Geburtstag von Nimrod. Nimrod war ein Urenkel von Noah. Nimrod war der erste Gewaltherrscher auf Erden, gemäß 1. Mose 10, Vers 8. Nimrod wurde teilweise auch als Gott verehrt. Nimrod war der erste Globalist dieser Welt. Und er stiftete den Turmbau zu Babel an. Siehe 1. Mose 11, Verse 1 bis 9. Nimrod war so verdorben, dass er gemäß den Überlieferungen seine eigene Mutter heiratete. Ihr Name war Semiramis. Nach Nimrods Tod verbreitete Semiramis die Lehre, Nimrod lebe als Geistwesen weiter. Sie behauptete, dass ein ausgewachsener immergrüner Baum über Nacht aus einem toten Baumstumpf erwuchs, welches die Auferweckung Nimrods aus dem Tod symbolisierte. Weiter propagierte Semiramis dem Volk, dass Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr diesen immergrünen Baum besuchen und Geschenke dort hinterlegen würde. Semiramis wurde so in Anführungszeichen zur Himmelskönigin und Nimrod wurde zum falschen Messias, der Sohn Baals, des Sonnengottes. In dieser Lehre, in dieser Verbreitung, wurde Nimrod wiedergeboren als Tammuz. Dieses babylonische System Mutter mit Kind, Semiramis und Nimrod wurde zum Hauptobjekt der Anbetung. Nach der Sprachenverwirrung in Babel verteilten sich die Menschen über die ganze Welt und nahmen die Religion Nimrods mit. Diese Art der heidnischen Götzenverehrung hat sich seither über die ganze Welt ausgebreitet. Die Namen variieren je nach Land, Sprache und Kultur. In Ägypten waren es Isis und Osiris, in Griechenland Aphrodite und Adonis, im heidnischen Rom Fortuna und Jupiter. Sogar in China, Japan und Tibet findet man dieses Gegenstück der Madonna lange vor Jeschuas Geburt. Jeremia 10, Verse 3 bis 5. Lernt nicht den Weg der Heiden und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Heiden sich vor ihnen fürchten. Denn die Bräuche der Heiden sind nichtig. Denn ein Holz ist's, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Er verziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Sie sind gedrechselten Palmbäumen gleich, sie können nicht reden, man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nichts Böses tun. Und auch Gutes zu tun steht nicht in ihrer Macht. Maria oder die Himmelskönigin. Der originale Name von Jeschuas Mutter war übrigens nicht Maria, sondern Miriam. Maria oder Miriam, die Mutter von Jeschua, unserem Messias, wurde vom katholischen Papsttum missbraucht und in dieses heidnische Fest integriert. Bereits die alten Babylonier und Ägypter verehrten eine Madonna, die sie als Himmelskönigin anbeteten. Deshalb heißt Maria mit dem in Anführungszeichen Jesuskind in der katholischen Kirche Madonna. In Ägypten war Isis die Mutter und Horus das Kind. In Babylonien waren es Ishtar und Tammuz. Abgesehen davon, dass in der Bibel niemand zu Maria oder Miriam, der Mutter von Jeschua, betete, steht geschrieben, man soll Jehova allein anbeten. Das ist das erste Gebot und es ist immer noch gültig. Wer zu Maria respektive Miriam betet, betreibt Götzendienst. Und das ist eine Sünde und ein Greuel vor Jehova. Maria oder Miriam wurde nicht angebetet, auch nicht von den Leuten aus der Urgemeinde.
Viele katholische Leute meinen, sie beten zu Maria. Aber eigentlich stellt Maria in der katholischen Kirche gar nicht Maria, die Mutter von Jeschua, dar, sondern hinter dieser Idee steckt die Himmelskönigin. Und letztere war, wie bereits erwähnt, die Geliebte von Nimrod und gleichzeitig seine Mutter. Der Name Himmelskönigin kommt auch in der Bibel vor und auch die Tatsache, dass dieser damit verbundene Götzendienst schon lange besteht. Siehe zum Beispiel Jeremia 7, Vers 18. Die Kinder lesen Holz zusammen und die Väter zünden das Feuer an. Die Frauen aber kneten Teig, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen, und fremden Göttern spenden sie Trankopfer, um mich zu ärgern. Jeremia 44, Verse 17 bis 19. Sondern wir wollen gewisslich alles tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen, wie wir, unsere Väter, unsere Könige und unsere Fürsten es in den Städten Judas auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sobald wir aber aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Schwert und Hungersnot aufgerieben. Und wenn wir der Himmelskönigin räuchern und Trankopfer ausgießen, tun wir das etwa ohne den Willen unserer Männer, dass wir ihr Kuchen backen, um sie abzubilden und ihr Trankopfer spenden? Ja, ich empfehle allen mal diesen Jeremia 44, 17 bis Ende des Kapitels selber fertig zu lesen. Dann erfährt man auch, was Gott davon hält. Der 26. Dezember gilt auch als Stefanitag, Stephanstag, seltener Stephanustag oder Tag des Erzmärtyrers Stephanus. Am 26. Dezember wird dies als Gedenktag des sogenannten heiligen Diakons Stephanus gefeiert. Er gilt als erster christlicher Märtyrer, weswegen sein Gedenktag meist in der liturgischen Farbe Rot zelebriert wird. Erstens, Stephanus war ein gläubiger Nachfolger unseres Messias Jeschua. Die Wahrheit kann man nachlesen in Apostelgeschichte, da ist Stephanus beschrieben. Zweitens, es steht nichts in der Bibel von irgendeiner liturgischen Farbe Rot. Das steht in der Bibel nicht geschrieben. Und drittens, ich glaube nicht, dass Stephanus mit so einer Praxis in so einer Art einverstanden wäre. Das ist die komplette Verdrehung. Und in Wahrheit hat die katholische Kirche solche Leute verfolgt, die eine Gesinnung wie Stephanus hatten oder haben. Die Verdrehungen der katholischen Kirche sind ein Gräuel. Hier habe ich im letzten Winter ein Schaufenster fotografiert. Hier sieht man einen fünfzackigen Stern, ein sogenanntes Pentagramm. Pentagramme werden verwendet in der Zauberei, also in der Magie und im Okkultismus. Drinnen steht auch für alle lesbar das Wort Zauber. Es ist vor aller Augen und nur die wenigsten sehen die Wahrheit. Doch dies entspricht dem wahren Charakter von Weihnachten. Okkulte Zauberei. Das ist Jehova ein Gräuel und absolut nicht vereinbar mit der Bibel. Oben drüber sieht man ein Gebilde, was eine Schneeflocke darstellt und darin ein Hexagramm. Dies ist doppelter Missbrauch. Die okkulte Welt verwendet auch Hexagramme. Doch Schneeflocken sind an sich Gottes Schöpfung. Ein Herr namens Don Komarechka hat sich einmal die Arbeit gemacht, Schneeflocken zu erforschen. Er hat dabei mit Staunen entdeckt, dass keine einzige Schneeflocke der anderen gleicht. Jede Schneeflocke ist ein Individuum. Und jede Schneeflocke ist unter dem Mikroskop ein Hexagramm.
Das hat aber nichts mit Zauberei zu tun, sondern mit Jehovas großer Kreativität. Es ist schade, dass man Gottes Schöpfung so derart missbraucht, auf allen Ebenen, anstatt dem Schöpfer hierfür die Ehre zu geben. Also ich bewundere meinen Gott der Bibel, dass er, ich weiß nicht, wie viele Schneeflocken es gibt, er weiß es, dass alle Schneeflocken unterschiedlich sind. Wie groß muss unser Gott sein? Das ist wirklich sehr erstaunlich und sehr bewundernswert. Und gleichzeitig sehr traurig, dass man Gottes Schöpfung, sogar eine Schneeflocke, missbraucht für ein Götzenopferfest. Auch dieses Bild ist sehr aussagekräftig. Pentagramme überall. Dieses okkulte Sonnensymbol im Hintergrund. Und auch noch ein Weihnachtsbaum in der Form eines Dreiecks. Dreieck 666. Der erste Weihnachtsbaum, ein grüner Zweig mitten im Winter. Man hängte Misteln, Tannen oder Eibenzweige auf, um die Weihnachtszeit zu feiern und auch um böse Geister zu vertreiben. Das passt alles zusammen, aber es passt nicht zu Jeschua, unserem Messias. Bereits im Mittelalter war es üblich, zu Festlichkeiten ganze Bäume zu schmücken. Den Überlieferungen zufolge wurde der erste Weihnachtsbaum im Jahre 1419 von der Freiburger Bäckerschaft aufgestellt, festlich geschmückt mit Nüssen und Früchten. Naschen durften die Kinder allerdings erst an Neujahr, wo der Christbaum abgeschüttelt wurde. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts war es im Elsass Brauch, im Wohnzimmer zu den Weihnachtsfeierlichkeiten einen Baum aufzustellen und ihn mit Süßigkeiten, Nüssen und Äpfeln zu schmücken. Früher wurden Äpfel an Weihnachtsbäume gehängt, als Symbol der Fruchtbarkeit. Später wurden dafür rote Glaskugeln verwendet, als Ersatz der Äpfel. Die Farbe Rot gilt als die wichtigste der Weihnachtsbräuche und definiert sowohl das Gewand des Weihnachtsmanns als auch die Nase der Rentiere, die den Schlitten ziehen. Daher gehören rote Christbaumkugeln zur Grundausstattung des Baumschmucks und werden auch heute noch als Sinnbild für die Fruchtbarkeit der Natur mitten im Winter gedeutet. Das hab nicht ich mir aus der Nase gesogen, sondern das ist anscheinend ein bisschen Allgemeingut, was man auch im Internet nachlesen kann. Hier habe ich noch ein Bild gefunden, auch zum Thema Weihnachten und Äpfel. Die Äpfel haben ein Schnitzmuster und viele haben ein Pentagramm. Wie schon erwähnt, Pentagramme, Symbole der okkulten Zauberei. Eine Warnung von Gott aus der Bibel. 5. Mose 7, Vers 26. Du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, so dass du ein Bann wirst gleich ihm. Du sollst es ganz und gar verabscheuen und es ganz und gar für einen Greuel halten, denn es ist ein Bann. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, was auch mit Weihnachten eng zusammenhängt, ist der Nikolaus. Schauen wir uns mal an, was dahinter steckt. Sind meines Wissens zwei Varianten im Umlauf, weshalb man dieses Nikolausfest feiert. Zum einen wird behauptet, dieses Nikolausfest wird zum Gedenken an den historischen Nikolaus gefeiert, über den Wikipedia unter anderem Folgendes schreibt. Über das Leben des historischen Nikolaus gibt es nur wenige belegte Tatsachen. Myra in Lykien, heute Demre, ist ein kleiner Ort etwa 100 Kilometer südwestlich von Antalya in der heutigen Türkei. Im 4. Jahrhundert war der Ort Bischofssitz, die Einwohner sprachen Griechisch. Berichte über Nikolauses Leben stammen zum Beispiel von Andreas von Kreta um 700
und von einem Mönch Johannes aus dem Studitenkloster in Konstantinopel, das im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Nach übereinstimmenden Überlieferungen wurde Nikolaus zwischen 270 und 286 in Patara geboren, einer Stadt in Lykien. Der Überlieferung zufolge wurde er mit 19 Jahren von seinem Onkel Nikolaus, dem Bischof von Myra, zum Priester geweiht und dann Abt des Klosters Sion in der Nähe von Myra. Während der Christenverfolgung 310 wurde er gefangen genommen und gefoltert. Sein ererbtes Vermögen verteilte er unter den Armen. Dies wird auch von den besser bezeugten Bischöfen des 4. Jahrhunderts Ambrosius von Mailand und Basilius von Caesarea berichtet und gilt dort als historische Tatsache. Um Nikolaus ranken sich dazu verschiedene Legenden. Der heilige Andreas von Kreta und Johannes vom Studitenkloster berichteten, Nikolaus habe am Konzil von Nicäa teilgenommen und dort seinen Widersacher Arius geohrfeigt. Deshalb sei er zuerst verhaftet, gegen Ende des Konzils aber rehabilitiert worden. Nikolaus ist nicht in der Unterzeichnerliste von Nicäa enthalten, die allerdings unvollständig überliefert ist. Andererseits gehört Bischof Theognis von Nicäa, den Nikolaus laut Andreas beim Konzil von der katholischen Sichtweise überzeugt haben soll, zu den historisch belegten Unterzeichnern. Hier habe ich auch noch eine Statue eingefügt, die zu Ehren dieses Nikolaus angefertigt wurde. Sie steht natürlich in einer katholischen Kirche. Vor allem bei den orthodoxen Katholischen existieren auch sogenannte Ikonen von diesem Nikolaus. Also diese Art von Heiligenanbetung ist falsch. Man soll Gott alleine anbeten und niemand sonst. Dieser besagte Nikolaus gilt auch als Schutzpatron. Auch das habe ich aus Wikipedia, ich lese es vor. Nikolaus ist unter anderem der Schutzpatron von Völkern wie Russen, Kroaten, Serben sowie von Regionen wie Lothringen und Süditalien. So gibt es in Bari eine dem Heiligen geweihte Basilika und er ist hier Stadtpatron. Die zahlreichen Legenden führten dazu, dass er von vielen weiteren Gruppen als Schutzheiliger auserwählt wurde. Von Berufen wie Seefahrer, Binnenschiffer, Kaufmann, Rechtsanwalt, Apotheker, Metzger und Bäcker, von Getreidehändlern, Dreschern, Pfandleihern, Juristen, Schneidern, Küfern, Fuhrleuten und Salzsiedlern. Nikolaus ist Patron der Schüler und Studenten, Pilger und Reisenden, Liebenden und Gebärenden, der Alten, Ministranten und Kinder, aber auch von Dieben, Gefängniswärtern, Prostituierten und Gefangenen. Aus dem Schutzpatronat für die Kinder leitet sich heute das Brauchtum ab. Wegen des Patronats bei Seefahrern, Binnenschiffern und Händlern ist der heilige Nikolaus von der deutschen Hanse und vielen darin organisierten Städten zum Schutzheiligen bestimmt worden. Der soziale Status und politische Rang der handelnden Berufsgruppen und ihre vorreformatorischen Stiftungen in die Nikolaikirchen sowie die Angliederung ihrer Bruderschaften und karitativen Hospitäler an diese haben dazu geführt, dass sie oft zu bürgerlichen Hauptkirchen der Städte wurden und auch unabhängig von der Reformation das Patrozinium behielten. Der Nikolaus erscheint oft zusammen mit dem sogenannten Knecht Ruprecht. In der Schweiz heißt er auch Schmutzli. Ja, und wenn die erste Variante wirklich stimmt, dann ist mir die Sache mit dem Knecht Ruprecht in diesem Zusammenhang nicht klar, weil für mich nach meiner Logik gibt es überhaupt keinen Sinn, wieso jetzt so ein in Anführungszeichen guter mit so einem Bösen da zusammenarbeitet. Also das ist weder biblisch noch logisch. Diese erste Variante hat schon mal nichts mit Jeschua, dem Messias, zu tun. Von Knecht Ruprecht mal ganz abgesehen. Die besagte erste Variante erklärt auch nicht, weshalb diese Fabelfigur Nikolaus am Nordpol wohnen soll, mit dem Schlitten dahergeflogen kommt, gezogen von 9 Rentieren. Auch das berühmte Ho-Ho-Ho
ist dadurch nicht erklärbar, was manche als Wutgeschrei des Teufels auslegen. Es besteht auch die Vermutung, dass hinter dem Nikolaus wieder mal, einmal mehr, der berühmte Nimrod steht. Fakt ist allerdings, mit Jeschua, dem Sohn Jehovas, hat die Figur Nikolaus gar nichts zu tun. Definitiv ist es einfach eine Fabel, denen Menschen heutzutage folgen. Denn dass es diesen Typ am Nordpol nicht echt gibt, dürften hoffentlich alle wissen. Doch das ist den Menschen egal. Groß und klein in der Mainstream-Welt haben Spaß an diesem Nikolaustag. Weihnachten ist ein Fest aus der Welt. Wenn Weihnachten nicht aus der Welt käme, wäre es nicht so beliebt. Bereits im Oktober geht es los, dass in den Geschäften Lebkuchen angeboten werden und der Weihnachtsverkauf gefördert wird. Kommerz, Kommerz, Kommerz. Was wird angebetet? Jesus, respektive Jeschua, unser Messias aus der Bibel? Oder vielleicht doch er, der Mammon, das Geld? Mainstream-Leute sagen, sie würden sich Weihnachten niemals wegnehmen lassen. Also wenn Weihnachten tatsächlich ein biblisches Fest wäre, was hätten dann nichtgläubige Mainstream-Menschen damit zu tun? Warum finden dann ungläubige Menschen dieses Fest so toll? Geschäftsleuten geht es ums Geld. Den anderen geht es um Geschenke und ums Essen. Weihnachten ohne Jeschua? Wenn es tatsächlich ein biblisches Fest wäre, dann wäre es zweckentfremdet. Aber es ist kein biblisches Fest. Und dieses Fest wird auch nicht biblischer, und wenn man noch so viele sogenannte christliche Aufkleber draufpappt. Weihnachten scheidet die Spreu vom Weizen. Wer die Erkenntnis noch nicht hat als frisch bekehrte Person, okay. Ich bin sicher, ein echter, wiedergeborener Nachfolger Jeschuas, der frisch im Glauben ist und noch Weihnachten feiert, wird es von Gott Jehova gesagt bekommen, dass dies falsch ist. Bei mir hat Gott auch einen Weg gefunden, mir das zu zeigen. Er zeigte es mir übrigens aufgrund meiner Bitte, er möge mir alles zeigen, was ich vor Jeschuas Wiederkunft noch bereinigen müsse. Ich war sehr schockiert über die Wahrheit der Weihnachten. Aber es gibt genug sogenannte Christen, die von sich glauben und behaupten, sie seien wiedergeboren. Und das teilweise schon jahrzehntelang. Ich habe schon mit einigen versucht, über Weihnachten zu reden. Bisher haben mich alle abblitzen lassen. Sie stellen auf stur, weil sie trotzdem so weitermachen wollen. Und deshalb machen sie ihren Nacken steif. Ich behaupte, das ist ein Zeichen für falsches Christentum. Man macht es einfach, weil man einer Tradition folgt. So wie die Juden damals auch verschiedenen Traditionen folgten und immer noch folgen. Sie folgen Menschengeboten anstatt Gottesgebote und schlimmer noch, um ihrer Tradition willen übertreten sie die Gebote von Jehova. Am 22. August 2019, also mitten im Sommer, redete ich mit einer Frau aus einer freievangelischen Gemeinde, die sich immer wieder darüber aufregt, dass die jungen Leute über den wahren Grund von Weihnachten nicht informiert seien. Sie hatte das Thema Weihnachten selber begonnen, obwohl sie meine Meinung hierzu kannte. Sicher schon dreimal hatte ich ihr damals versucht zu erklären, dass Weihnachten weder mit Jeschua noch mit der Bibel etwas zu tun hat. Sie gab mir zur Antwort, einmal im Jahr gedenke ihre Kreise halt dann an seine Geburt. Es ist schön, darauf endlich kontern zu können. Jeschua kann nicht am 25.12. geboren sein. Vielmehr ist Jeschua am Laubhüttenfest geboren und wer genug tief in der Bibel forscht, wird das nicht leugnen können. Doch in den religiösen Köpfen ist die Lehre von Weihnachten so tief und die Abneigung gegen die wahren biblischen Feste so groß, dass man reden kann, was man will. Es kommt nicht mehr an. Wie soeben erwähnt,
Der Zeitpunkt der Geburt Jeschuas wird auf den 15. Tischri, das heißt, dem ersten Tag des Laubhüttenfestes, vermutet. Das ist nicht nur eine hohle Vermutung aus dem Bauch heraus, das geht auch aus verschiedenen Stellen aus der Bibel hervor, zum Beispiel aus 1. 2. Chroniken und Lukas 1, Verse 5 bis 13. Darüber hinaus gibt es auch historische Beweise, dass die Geburt Jeschuas im Herbst gewesen sein muss. Eine genauere Ausführung würde den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Nähere Infos hierfür findet man in meinem Video über das Laubhüttenfest. Ein anderes Gespräch mit einer weiteren religiösen Person. Auch diese sagt von sich, sie sei wiedergeboren, schon seit Jahrzehnten. Sie sagte zu mir, es sei ein Affront von mir, Leuten das mit Weihnachten so zu sagen, wie ich es tue. Ich würde Leute mit diesem Thema überfordern und ich solle darauf warten, dass Gott es den Leuten selber sagt. Ja, Jehova sagt es denjenigen schon, die aufrichtig nach dem Willen des Vaters im Himmel fragen. Aber es steht auch geschrieben, dass Jehova dem Hochmütigen widersteht. In der religiösen Welt werden die Leute nicht aufrichtig angewiesen, nach dem Willen des Vaters im Himmel zu fragen. Vielmehr macht man das Gegenteil von dem, was geschrieben steht, und rechtfertigt es dann mit verdrehten Bibelversen. Es ist ein Zeichen von Stolz, Warnungen vor Weihnachten als Affront zu sehen. Es ist ein Zeichen von Stolz und auch von Leichtsinnigkeit zu meinen, Gott führt mich schon, ich kann ja gar nicht fehlgehen, und dabei nicht mal nach dem Willen des Vaters zu suchen. Am Ende wird niemand eine Ausrede haben. Schauen wir uns mal die Argumentation an, dass es ein Affront sei und dass ich lieber warten solle, dass Jehova es den Leuten selber sagt. Ist das denn eine biblische oder eine religiöse Aussage? Wie steht es denn geschrieben? Im Alten Testament gab es viele Propheten, die Jehovas Volk immer wieder gewarnt haben. Auch das Volk damals hat sich nicht warnen lassen, sondern die Propheten Jehovas ausgelacht, geschlagen, eingesperrt und umgebracht. Jetzt argumentiert die religiöse Welt, ja, aber jetzt sind wir ja im Neuen Testament und das Alte Testament interessiert uns nicht mehr. Sie geben teilweise noch zu, dass man ohne das Alte Testament das Neue Testament nicht verstehen könne. Doch, verstehen Sie das Neue Testament denn wirklich? Das Alte Testament wurde nicht durch das Neue Testament ersetzt. Das steht nirgendwo geschrieben, dass das Alte Testament durch das Neue Testament ersetzt wurde. Das heißt, man darf das Alte Testament nicht aus dem Fenster werfen, so wie es die Religiösen tun. Aber die religiöse Welt ist blind. Um Weihnachtsmärkte mache ich schon lange einen Riesenbogen. Wenn ich mich an frühere Zeiten erinnere, bevor ich zum lebendigen Glauben an Jeschua kam, kommt mir bezüglich der Weihnachtsmärkte sofort ein Duft in die Nase, vermischt mit allerhand esoterischen Duftölen und Räucherstäbchen. Wenn man einmal im Internet recherchiert über Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt, da findet man unter anderem auch Anbieter von Magnetschmuck. Dies kommt aus der Esoterik. Steine, Salzlampen, Magnetschmuck, Zauberlampen, alles wird angeboten. Sogar die Thailänder verkaufen dort ihre Speisen. Duftlampen, Räucheröle und so weiter. Jeremia 44, Vers 17. Sondern wir wollen gewisslich alles tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen. Nächstes Thema, Adventskranz. Man sieht wieder fünfzackige Sterne, Pentagramme. Und natürlich darf auch nicht fehlen die immergrünen Tannenzweige. Der Adventskranz wurde 1839 erfunden von Johann Hinrich Wichern, der auch Mitbegründer der Inneren Mission und Begründer der evangelischen Diakonie war.
Ich lese einen weiteren Auszug aus Wikipedia. Während sich Krippenspiele bereits im 11. Jahrhundert einbürgerten, ist der Adventskranz verhältnismäßig jung. Der Hamburger Pfarrer Johann Hinrich Wichern erfand ihn im Jahr 1839. Der Kranz hat mit den vier Kerzen, die auf die Adventssonntage verweisen, immerhin noch deutlich christlichere Züge als das vor Weihnachten verbreitete Wichteln. Dabei handelt es sich um einen heidnischen Brauch, der auf die nordische Sagengestalt des Wichtelmännchens zurückgeht. Das Einzige, was der Wichtel mit Weihnachten zu tun hat, sind die Geschenke. Sie machen heute einen guten Teil von Stress und Konsumterror in der Adventszeit aus. Den Brauch eingeführt hatte Martin Luther, um vom traditionellen Beschenken am Nikolaustag mit dem damit verbundenen Heiligenkult wegzukommen. So entstand auch das Christkind als Gabenbringer. In der katholischen Kirche hielt sich hingegen bis zum 19. Jahrhundert der Nikolaus als Gabenbringer. Eine Anmerkung zum letzten Auszug aus Wikipedia. Der Adventskranz ist aus meiner Sicht mit den immergrünen Tannenzweigen ebenso ein Gräuel wie der Weihnachtsbaum selber. Man hat ja vorher auch wieder den Schmuck dieses Kranzes gesehen. Oftmals wieder mit den Pentagrammen oder auch mit diesen Weihnachtsbaumkeksen, die ja auch sehr dreieckig aussahen. 666 ist ja das Dreieck. Der Schmuck des Kranzes ist natürlich individuell anders, aber dennoch hat es nichts mit der Bibel zu tun, abgesehen davon, dass geschrieben steht, du sollst keinen Gräuel in dein Haus bringen, sodass du ein Bann wirst gleich ihm. Du sollst es ganz und gar verabscheuen und es ganz und gar für einen Gräuel halten, denn es ist ein Bann. 5. Mose 7, Vers 26. Und Geschenke haben auch nichts mit Jeschua zu tun. Wir haben ja bereits gesehen, dass die Geschenktradition auch auf Nimrod zurückführt und ebenfalls ein heidnischer Brauch aus Babylon darstellt. Mal Geschenke. Ich habe das schon erwähnt. Hier zur Wiederholung. Semiramis, die Mutter und Ehefrau Nimrods, behauptete, dass ein ausgewachsener, immergrüner Baum über Nacht aus einem toten Baumstumpf erwuchs, welches die Auferweckung Nimrods aus dem Tod symbolisierte. Weiter propagierte Semiramis dem Volk, dass Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr diesen immergrünen Baum besuchen und Geschenke dort hinterlegen würde. Kommerz, höher, schneller, größer, besser. Erinnert wieder mal an den Turmbau zu Babel und wieder mal an den Nimrod. In der Welt gibt es Weihnachtsumsatzstatistiken, die vergleichen Umsatzzahlen nach Jahren. Weihnachtsgeschenke sind insgesamt eine sehr alte Tradition. Ursprünglich wurde in der katholischen Kirche am 6. Dezember der heilige Nikolaus geehrt. Der sogenannte heilige Nikolaus. Kinder erhielten kleine Gaben von einem unsichtbaren Gabenbringer. Aber bevor diese ganzen Symbolfiguren wie Nikolaus, Weihnachtsmann, Christkind etc. erfunden wurden, haben sich Menschen im Winter schon immer gegenseitig beschenkt. So erhielten im alten Rom die Staatsbeamten Geschenke vom Volk, die Sklaven vom Besitzer. Heidnische Völker besänftigten mit Geschenken zur Wintersonnenwende Dämonen und Wettergötter. Schenken symbolisiert Großzügigkeit und Wertschätzung. Und vor allem in der dunklen Jahreszeit werden Geschenke gern gegeben und mit besonderer Freude angenommen. Weihnachten und Essen, Essen, Essen. Weihnachtsessen sind auch längst Tradition in Firmen, die nichts mit dem Glauben an die Bibel am Hut haben. Und auch muslimische Mitarbeiter nehmen an diesen Betriebsfesten teil. Das habe ich selber so erlebt. Alle ziehen mit. Es gibt kaum Widerstand, an so einem Firmenfest teilzunehmen. Zumindest nicht offiziell. Ich für mich habe kommuniziert, an einem Weihnachtsfest nehme ich nicht teil. Ich bekam dann zur Antwort, ja, aber komm jetzt, das heißt doch nur so, es hat doch nichts mit dem zu tun.
Wenn es nichts damit zu tun hat, dann soll man es auch nicht so nennen. Und solange man es so nennt, mache ich da nicht mit. Punkt aus. Mit einem Weihnachtsessen ist auch oft ein Besäufnis verbunden, was bekanntlicherweise ausarten kann. Nicht selten wird auch dieses Fest als das große Fressen bezeichnet. Ich finde nicht ganz unberechtigt. Wenn Weihnachten tatsächlich etwas mit Jeschua zu tun hätte, was hätten dann antichristliche Betriebe mit diesem Fest zu tun? Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Galater 5, Vers 21. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das Wort Weihnachten ist kein einziges Mal in der Bibel zu finden. Das Wort setzt sich zusammen aus Weih und Nacht. Also da werden Nächte geweiht, fragt sich bloß, wem sie geweiht werden. Ihr glaubt mir das nicht? Dann nehmt euch eine Bibelkonkordanz zu Rate. Heutzutage mit dem Internet ist es keine Ausrede mehr, wenn man keine eigene Bibelkonkordanz besitzt. Das Internet ist hierzulande frei zugänglich, zumindest jetzt noch. Was man in der Bibel findet, ist die Begebenheit mit dem Kind in der Krippe, das heißt mit Jeschuas Geburt. Siehe Lukas 2, Verse 1 bis 20 und Matthäus 1, Verse 18 bis 25. Das Wort Krippe aus Lukas 2, Vers 7, vermutlich eine Fehlübersetzung. Lukas 2, Vers 7. Und sie, gemeint Miriam, gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Erstens, warum war kein Raum in der Herberge hier in Bethlehem? Bethlehem war nicht weit von Jerusalem entfernt, und alle Männer Israels waren gekommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Jedes Zimmer war vermutlich in Bethlehem bereits mit Pilgern belegt. Zweitens das Wort Krippe. Im Griechischen wurde hier das Wort Patne übersetzt. Dies meint Futtertrog. Das hebräisch äquivalente Wort Sukkot ist die Pluralform von Sukkah. Dieses Wort Sukkah kann sowohl einerseits Viehstall oder Krippe bedeuten, ebenso bedeutet dieses Wort aber auch vorübergehende Behausung, in der Israeliten während des biblisch gebotenen Festes von Sukkot wohnen. Siehe das Laubhüttenfest. Hat Jeschua Weihnachten gefeiert? Nein, es ist in der Bibel mit keinem Wort erwähnt, dass Jeschua Weihnachten gefeiert hat. Man liest, dass er das Passafest gefeiert hat. Von Weihnachten steht in der Bibel nichts geschrieben. Auch die Urgemeinde hat Weihnachten nicht gekannt. Wer Jeschua, dem Sohn Gottes, nachfolgt, soll in seinem Weg wandeln. Religiöse Leute werden mit diesem Video ein Problem haben. Tatsache ist auch, dass religiöse Leute einen ganz blöd anschauen, wenn man sagt, dass man nicht mehr mitmacht beim Weihnachtsgötzendienst. Die Leute wollen das nicht hören. Sie beginnen, einen zu schmähen und komisch anzuschauen. Und dann kommen sie mit dem hier völlig deplatzierten und vertreten: Du sollst nicht verurteilen, Quatsch daher. Man versucht dann mit dieser allseits Toleranz entgegenzusetzen. So ziemlich überall wird Weihnachten sogar in den meisten Freikirchen gefeiert. Überall da, wo man in einer Kirche Weihnachten feiert, befindet man sich in Babylon. Haltet euch fern von solchen Kirchen, die Weihnachten feiern. Eine Brautgemeinde würde niemals Weihnachten feiern. Und nein, ich bin nicht bei den Zeugen Jehovas, auch wenn diese Sekte erstaunlicherweise mehr Erkenntnisse über Weihnachten hat. Weihnachten ist kein Fest aus der Bibel, sondern ein Fest aus der Welt. Der Freund der Welt ist der Feind Jehovas gemäß Jakobus 4, Vers 4, Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an,
sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Jehovas ist. Wer schaut einen denn komisch an, wenn man sich gegen Weihnachten ausspricht? Wer schmäht einen denn, wenn man sich von Weihnachten distanziert? Es sind religiöse Leute und auch gewöhnliche Leute, die den Glauben an Jeschua ablehnen. Echte, wiedergeborene Nachfolger Jeschuas, die bereits Erkenntnis darüber haben, werden dich nicht blöd anschauen, sondern dich bestätigen. Also hör auf mit diesen Gräuelfesten und verlass solche falschen Kirchen und Gemeinschaften, die das Weihnachtsgräuelfest feiern. Dieses Fest ist Sünde und ein Gräuel vor Jehova. Hier habe ich noch etwas Interessantes aus dem Wikipedia. Im Jahr 1659 wurde in Massachusetts ein Gesetz verabschiedet, das das Feiern von Weihnachten unter Strafe stellte. Dieses Weihnachtsverbot war auf den Einfluss angloamerikanischer Puritaner zurückzuführen, die das Weihnachtsfest als unbiblisch ansahen. Bereits 1644, zur Zeit Oliver Cromwells, hatte ein Beschluss des englischen Parlaments das Feiern von Weihnachten verboten. Nach Ansicht der reformierten Puritaner war das Geburtsdatum Jesu in den Schriften der Bibel nicht genannt. Weihnachten selbst galt als heidnisches Fest. Hinzu kam, dass Weihnachten zu jener Zeit oft in Verbindung mit ausgelassenen Feiern und Alkoholkonsum stand. Die Feier des Weihnachtsfestes verschwand jedoch nicht gänzlich. Es bildete sich bald eine Bewegung heraus, die das Brauchtum zu bewahren, reinigen und abzumildern versuchte. Um 1750 enthielt das verbreiteste Gesangbuch in Neuengland auch Weihnachtslieder und um 1760 herum führten die meisten Kalender den 25. Dezember als Weihnachtsfest auf. Das Weihnachtsverbot in Massachusetts musste 1681 auf Druck der englischen Regierung wieder aufgehoben werden. Jedoch wurde Weihnachten erst 1856 ein staatlicher Feiertag in den Vereinigten Staaten. Die in Neuengland lebenden Unitarier lehnten noch bis ins 19. Jahrhundert das Feiern von Weihnachten ab. Stoppt den Götzendienst. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war, ist und bleibt derselbe. Auch heute ist Götzendienst nicht egal. Wer sagt, ich glaube ja an Jesus und durch den Glauben bin ich ja eh gerettet, den erinnere ich an die Worte Jeschuas selbst. Nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, kommt ins Himmelreich, sondern der den Willen des Vaters tut. Nehmt es bitte ernst. Nun mag einer sagen, Weihnachten ist aber doch so gemütlich. Ich kann darauf nur antworten, kehrt um, tut Buße, bekehrt euch wirklich zu Jeschua. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich verzichte gern auf Weihnachten, mir ist das Fest ein Gräuel geworden und ich habe ohne Weihnachten absolut keinen Verlust. Mir fehlt es nicht. Die anderen, die bereits bekehrt sind und noch Weihnachten feiern, sind dazu aufgerufen, einmal zu fragen, warum sie das noch tun. Fragt doch Jehova, den Gott der Bibel, den Schöpfer von Himmel und Erde, was er dazu meint. Fest steht, Weihnachten kommt aus der Welt und nicht von Jehova. Es wird bloß als ein sogenanntes christliches Fest verkauft. Für mich stellt das eine Art Frevel dar. Wem folgt ihr tatsächlich? Der Bibel und dem Gott der Bibel? Oder folgt ihr trotzdem dem Papst und der katholischen Kirche? Ach nein, du bist in einer Freikirche und hast nichts mit der katholischen Kirche am Hut? Überprüfe das einmal wirklich und hinterfrage dich ehrlich. Wenn man sich selber belügt, wird die Wahrheit trotzdem nicht einfach plötzlich anders. Es ist übrigens eine Tatsache. Aus meiner Zeit in einer Freikirche weiß ich, man feiert dort Weihnachten gemeinschaftlich mit den katholischen und evangelischen Landeskirchen. Ich habe so erlebt, dass man damals ökumenisch feierte mit allen drei Kirchen im Ort. 2. Korinther 6, Verse 14 bis 18.
Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt der Messias mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Jehovas mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Jehova gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht Jehova, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht Jehova, der Allmächtige. Thema Menschenfurcht. Ich weiß von Leuten, die im Rahmen ihres Theologiestudiums über die Hintergründe von Weihnachten aufgeklärt wurden. Die gleichen Leute behaupten von sich selbst, sie seien angeblich wiedergeboren und feiern trotz all dem Wissen trotzdem weiter Weihnachten. Man kann auch mit solchen Menschen nicht diskutieren. Sie kamen mir einmal mit einem völlig verdrehten Bibelvers daher, der gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Feiern viele Weihnachten, weil sie sich davor fürchten, blöd angeschaut zu werden? Dem hält die Bibel Folgendes entgegen. Man soll Jehova mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Übrigens, angenommen 1 Million Menschen oder noch mehr hat aus irgendeinem Grund eine falsche Meinung und nur eine Person hätte zum gleichen Thema eine richtige Meinung. Es heißt nicht, dass 1 Million oder mehr Menschen plötzlich Recht hat. Falsch bleibt falsch, egal wie viele Menschen eine falsche Meinung haben. Weihnachten steht nicht in der Bibel und Punkt.